In Rostock werfen die Randalierer vor dem Asylbewerberheim wieder mit Molotow-Cocktails. Die Polizei antwortet mit Tränengas und Wasserwerfern. Aus dem Asylbewerberheim schlagen Flammen. Im Moment brennen 4 Wohnungen in diesem heute Nachmittag geräumten Asylbewerberheim. Die Polizei, die gegen 20 Uhr mit Gewalt und Wasserwerfern und Schlagstöcken und Tränengas gegen die Randalierer vorging, hat sich inzwischen völlig zurückgezogen. Um 21.51 Uhr erreicht die Feuerwehr den Einsatzort, doch ohne Polizeischutz kann sie nicht löschen. Dort sind 150 Menschen drin, 150 Vietnamesen. Die Polizei hat sich zurückgezogen. Die Chaoten haben unten das Haus angesteckt. Die Gase kommen schon hoch und sie kämpfen sich Stockwerk für Stockwerk hoch. Ich habe vor einer Dreiviertelstunde die Polizeiinspektion Lüttenklein informiert. Tut sich nichts. Hier muss sofort Feuerwehr und ganz viel Polizei. Politische Schadensfeststellung flog Bundesinnenminister Seiters nach Rostock. Dies ist ja sicherlich nach übereinstimmender Einschätzung ein Vorgang, der das deutsche Ansehen in der Welt schädigt und der auch geeignet ist, das Bild vom ausländerfreundlichen Deutschland zu trüben und zu beschädigen, das wir ja auf jeden Fall erhalten wollen. Seiters sprach sich erneut für eine schnelle Änderung des Asylrechts aus.